Liebe Zuhörende von Radio Tell, mein Name ist Simea Schwab, ich wohne in Kerzers und bin freiberufliche Theologin. Tragt ihr manchmal auch schwere Gedanken mit euch um? Und habt ihr auch schon gemerkt, vielleicht an euch selber beobachtet oder an anderen, dass schwere Gedanken einem können wie einen Strudel in die Tiefe runterziehen? In einer der bedeutendsten Schriften vom Judentum, im sogenannten Talmud, steht: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Fazit: Unsere Gedanken beeinflussen unser ganzes Leben. Im Philipperbrief schreibt Paulus im 4. Kapitel, Vers 8: Liebe Geschwister, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Oder wie es in der englischen Übersetzung NIV, New International Version, steht: Think about such things. Denkt über solche Dinge nach. Eben über gute, eben über positive Sachen. Ich wünsche uns allen immer wieder Kraft, den schweren Gedanken eine andere, eine leichtere Richtung zu geben. Gute Zeit.